Gut ausgeschlafen legen wir in Zechliner Hütte ab. Und noch einen schönen Gruß an den netten Hafenmeister. Ich komme immer wieder gerne. Von Rheinsberg geht es jetzt zurück nach Kleinzerlang zum Pelitzsee. We'll be right back.
Der kleine und der große Pelezee sind meine Favoriten. Das Wasser und die Naturlandschaft sind hier einfach traumhaft. Und es gibt jede Menge Ankerplätze. Und wer gerne joggen geht, hier am Nordufer ist ein wunderschöner Buchenwald. Und die Jugend hat hier auch viel Spaß. Und das ist Michi, der nette Eisverkäufer. Den besuchen wir nachher nochmal. Das Hotel zum Löwen ist eine alte Wassermühle aus dem 17. Jahrhundert und war bis 1933 in Betrieb. Nicht nur das alte Wehr, auch die unmittelbare Lage am Wasser erinnert noch heute daran. Seit 1991 ist es ein Hotel mit sehr gutem Essen und netter Bedienung. Ja, das macht die Stiftung. Ja, früher gab's noch Hitze frei. Das Freibad war schon auf für Mai. Ich saß bis in die Nacht in unserem Haus. Da hatten wir noch Sonnenbrand und Riesenquallen an dem Strand und aus. Und jeder Schutz macht so die Jacke aus. Wann wird's mal wieder richtig so? Vor der Schleuse Strasen geht es manchmal zu wie auf dem Rummelplatz. Das war ein Fender. Heute geht es nach Wesenberg. Eine schöne Tour, auch wenn das Wetter anderer Meinung ist. Thank you.
Einen schwimmenden Kranich sieht man auch nicht jeden Tag. Wesenberg ist ein kleines verträumtes Städtchen mit einer Burg, einer Turmhügelburg aus dem 13. Jahrhundert. Wenn man aus Wesenberg rausfährt, sollte man unbedingt die Fahrrinne beachten. Mit der Sonne im Rücken geht es heute stromabwärts zurück nach Straßen.
Hier auf der Seenplatte haben Wassersportler viele Möglichkeiten, sich auszutoben. In den Schleusen kann es manchmal ganz schön eng werden. Das Boot haben wir in Straßen festgemacht und schwingen uns jetzt auf das Klappfahrrad und fahren Richtung Großer Stechlin. Dieses Fahrrad hatte ich mir eigens für diesen Urlaub gekauft. Doch schon nach wenigen Metern wusste ich, das war ein Fehlkauf. Die Sattelstange verbogen, die Pedalen eiern und die Schaltung funktioniert auch nicht. Egal, Augen zu und durch. Schade, dass die Fischerhütte heute geschlossen ist. Einen leckeren Fisch hätte ich jetzt gern gegessen.
Der Stechlin ist mit 70 Meter der tiefste See Brandenburgs. An schönen Tagen hat man hier eine Sichttiefe bis zu 11 Meter. Damit zählt er zu den saubersten Seen Deutschlands. In Fürstenberg machen wir noch mal eine kleine Rast, bevor es zurück nach Straßen geht. Ich mecker nicht über mein Fahrrad. Ja. Fürstenberg ist übrigens die einzige Wasserstadt Deutschlands. Sie liegt auf drei Inseln zwischen Röblinsee, Balensee und Spätsee. Nach 30 Kilometer auf einem klapprigen Fahrrad bin ich jetzt wirklich froh, wieder auf dem Wasser zu sein. Wenn man von Straßen Richtung Pelitzsee fährt, sieht man an schönen Tagen in der Einfahrt zum kleinen Pelitzsee einen Eisfloß stehen. Der Betreiber Michael Granzow, aber bei allen nur liebevoll Michi genannt, ist ein Original. Super freundlich und immer gut gelaunt. Und im Winter stehst du hier mit dem Schlitten denn, ja? Und Glühwein. Genau, das passt. Ja, herrlich. Hi, hi. Genau wie nur Kaffee. Ist gar kein Problem. Ja, super Idee. Danke, das höre ich gerne. Das höre ich gerne. Und? Dann trinken wir noch ein Bier. Ich hätte gerne ein Eis. Habt ihr Eis? Nicht nur Eis, alles was gekühlt besser schmeckt, vom Eistee bis zum Sekt. Also alles. Alles gekühlt? Ich sag mal, außer alkoholfrei trinke ich alles. Das ist eine riesige Aluwanne, quasi, und links, rechts einfach nur ein Schwimmkörper. Und das Boot ist eigentlich vom THW oder von der Feuerwehr. Quasi, damit fahren die auf Land. Ja. Das sind deren Landungsboote, Entschuldigung. Ob klein oder groß, der Kunde ist hier immer König. Guck mal hier. Und das ist Bennett, sein junger Assistent, der in den Ferien ein wenig aushilft. Ein super Ferienjob, wo man den ganzen Tag Eis essen kann. Und die 2,20. So, dann lass einfach die beiden Seile los. Ja, oh, guck mal, sogar ein Seil bei. Ein kleines Stück vor. Hi erstmal! Hi! Wir haben euch gar nicht kommen hören. Was wollt ihr haben? Wollt ihr ein Eis haben? Eis suchen. Dieses? Na, aber. Es war schon mal ein Himmli für dich, ja? Erst einmal der Kleine was. So, den Müll will ich gleich wieder haben, bitte. Guck mal hier, bitteschön. Packen. Schön. So, gerne. Schön. Hi. Es gibt natürlich auch Mietbootfahrer, die manövrieren können. Ein Seil rüberwerfen. Also eins links, eins nach wohl mein. Na, nimm dir mal eins raus. Genau. Ja, voilà. Na dann, viel Spaß noch. Okay, ciao. Tschüss. Ja, schön. Ja, das ist eine Eisbude. Und gleich noch einer. Ah, geht das so? Ja, klar. Das geht.
Mit den Bugstrahlern geht das ganz gut. Also wir haben gekühlte Getränke bei und wir haben auch noch Eis bei und noch ein paar Streuselschnecken. Was darf es bei Ihnen sein? Ich hätte gerne diese Riesen-Dickkopf. Jawohl. Jawohl. Einmal rausnehmen. Sehr schön. Ich nehme auch. Dankeschön. Danke, danke. Das hören wir immer wieder gerne. Also nächstes Jahr wird es das wahrscheinlich auch wieder geben. Quasi auch immer wieder an dieser Stelle quasi, dass die Leute halt genau wissen, hier gibt es Eis und Getränke. Ich hoffe, die Cola ist nicht zu warm. Sehr schön. Geht das so mit zurückfahren? Perfekt. Wir wünschen noch eine schöne Zeit. Dankeschön. Danke, die Dame. Und dass Michi Spaß bei der Arbeit hat, das sieht man. Und dann noch ein Feierabendbierchen mit Freunden auf dem Wasser. Was gibt's Schöneres? Bitte schön. Das sagst du jetzt. Wir können euch auch mit nach Hause schleppen, weil wir auch in die Richtung müssen. Wann machst du Feierabend? Ich denke mal 19 Uhr, 20 Uhr. Ich weiß nicht, wie spät haben wir das? 10 nach 6. Ja, 19 Uhr, eine Stunde machen wir noch. Monsieur? Wohl. Auf uns. Prost. Zum Wohl, Thorsten. Prost. Zum Wohl, auf Prost, uns. Prost, Prost. Da war es fair, es ist eigentlich ziemlich gleich bleiben. Was dieses Jahr richtig aufgelegt hat, sind die Flöße. Sog- und Wellenschlag vermeiden, das kennt nicht jeder. Ja, freuen Sie sich. Ich halte mal dein Bier. Jetzt kommt dann die Große. Aber wir liegen gut. Ja, das ist gut. Aber es hätte schlimmer sein können. Also wir ja. Und während Michi sein Floß in den Hafen von Stralsund ziehen lässt, suche ich mir um die Ecke auf dem großen Peletsee einen schönen Ankerplatz. Noch einen kleinen Snack und dann den Abend schön ausklingen lassen. So viel zum ruhigen Abend. Denn noch am späten Abend, keine 50 Meter von mir entfernt, ankert ein Charterboot, inklusive Party. Wofür habe ich mir eine Angelkarte gekauft? Liebe Leute, ein bisschen Abstand halten. Es ist doch so viel Platz. Guten Morgen, liebe Ente. Zeit fürs Frühstück. Mein Köderfisch war eigentlich für einen fetten Fang gedacht. Nun freut sich wenigstens die Möwe. Eine Ringnatter schleicht sich zum Schilf. Sie weiß wohl, dass es hier am Nordwestufer wunderschön ist.
So Leute, heute endet unsere Tour. Tschüss Michi, tschüss großer Pelezee. Das waren jetzt 2 Wochen auf 25 Seen verteilt. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Urlaub. Die letzte Etappe geht nach Kleinzerlang, ein sehr schöner und gepflegter Ort. Kleinzerlang liegt auf einer Halbinsel und wer Ruhe und Entspannung sucht, ist hier genau richtig. Aber nicht heute. Denn heute wird sich amüsiert beim großen Pelezee-Fest mit großem Feuerwerk. Ein Muss für jeden Pelezee-Fan.
So Leute, das war's. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und freut euch genau wie ich auf den nächsten Sommer, natürlich auf der Seenplatte. Und wenn ihr jemanden mit Kamera seht, denkt dran, immer lächeln. Vielleicht mache ich noch einen Film.